hast du da gemacht? 1,26. Das heißt, du bist zu fett oder was? Coronaplautze, glaube ich. Guck mal, hast du überhaupt noch nicht die Karte hier oder ein Skript hingelegt? Man, der wird doch gar nicht groß. Da steht doch nicht viel drin übrigens. Bist du nicht vorbereitet hier heute? Nee, wenig. Hast du die Kamera schon an? Ja, die Kamera ist schon an. Ach so, die läuft schon. Ich muss ja heute noch was machen hier. Ich muss heute noch eine Prüfung machen, eine Online-Prüfung. Ja. Hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir wieder wie immer hier am Telefon, an der Kamera, hallo. Matze und Lutze. Hier, und Lutze, wie immer. Hätte ich das jetzt nicht sagen dürfen? Das wolltest du selber sagen, ne? Sollen wir nochmal von vorne? Aktuelle Kamera? Nee, das lassen wir jetzt wieder. Das Beschreibung steht da. Beschreibung? Sag mal. Das ist doch kein Deutschunterricht hier. Was hast du für ein Wetter gemacht? War schön gestern. Ja, gestern war schön. Was ist heute? Na, Wochenende schönes Wetter. Woche brauchen wir kein schönes Wetter. Ist ja nicht jeder wie du, der zu Hause den ganzen Tag... Ich finde schon, dafür gehörst du langsam öffentlich auf dem Marktplatz bestraft. Da gibt es so ein Ding, wo man... Zum Glück habe ich alles so gemerkt. Da haben wir hier so ein Beispielbild, wo einer... Ja, nee, so nicht, weil so viele Leute dürfen ja gar nicht zusammenkommen. Gruß der Woche nicht vergessen. Gruß der Woche. Hm? Wir grüßen mal. Geburtstagskinder sind wieder dran, oder? Kinder? Ich bin erwachsen. Erwachsener war. Thomas? Weißt Bescheid? Nachträglich. Und Robert. Robert. Nicht hinzeigen. Das ist ja ein Datenschutz. Wie? Ich habe. Ach so, das Bild von ihm? So gar nicht zu erkennen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Warum sind wir eigentlich nicht eingeladen worden? Wegen Corona. Nee, weil der Teichstall kann doch Bier auf die Straße stellen. Wir laufen dann mal eine halbe Stunde vorbei und trinken einen Schluck. Korrekt. Das geht doch. Wenn wir dem Bürgermeister sagen, das muss man in der Gemeindesatzung verankern. Ja, mit Abstand kannst du auch trinken. Nee, generell, das hat nicht mit Corona zu tun. Generell, ja. Wer Geburtstag hat, stellt eine Kiste Bier vor die Tür. Ja, finde ich auch. Hm. So, Tiere. So, ein Thema brauchen wir, hast du gesagt? Gleich, Tiere? Gleich komisch. Ja. Ja, da hat der Enrico mir, könnt ihr hier sehen, läuft gerade so nebenbei, mein Bild, Video geschickt, wie das so aussieht, wenn sich so ein paar Eiche hier versammeln und wie man die anlocken kann, sieht man übrigens hier. Man wirft einfach, also man muss ein Erdnüssen nicht selber essen, wird man eh nur dick, wirft so ein paar Erdnüsse raus für den Kollegen. Dann kommt er an, sortiert sich das raus und ist dann auch wieder weg. Eichhörner machen das auch. Eichhörner? Eichhörner. Einhörner. Eichhörner. Eichhörner. Die fressen das auch, die Nüsse. Aber die fliegen nicht so doll. Guck mal, wie groß der Vogel auch gewesen ist. Hast du das gesehen? Ja, war. Der war ein Riesenvogel schon. Der hat zu viel Nüsse. Der sieht schon, der sieht ja aus wie Enrico. Der ist ja auch so groß. Ja, und weil wir nicht so viel haben, kommen wir noch mal, haben wir noch ein Thema. Matze, du warst zum Impfen, habe ich gehört. Ach nee, zum Testen. Weder noch. Nicht? Nee. Nein, ich kann zu Hause testen. Ich habe Tests zu Hause, aber der Bürgermeister berichtet negative Stimmung im Gemeindebüro. Da guckst du, ne? Mhm. Denn beim ersten Corona-Test im Gemeindebüro konnten am Freitag 77 Bürgerinnen und Bürger getestet werden. Insgesamt wurde keine Person positiv getestet. Die Testkapazität wäre an dem Tag bis zu 100 Personen möglich gewesen. Der nächste Test wieder am kommenden Freitag, 9 bis 13 Uhr. Und er sagt auch, wenn alles klappt, wird vermutlich die Testserie auch auf den Montag ausgeweitet, dann von 15 bis 18 Uhr zusätzlich am Montag. Herzlichen Dank, sagt der Bürgermeister, nochmal allen freiwilligen Helfern, die das dort so ermöglicht haben. Wenn es klappt, gehe ich jetzt am Freitag mal hin und mache vielleicht mal einen kleinen Videoschwenk aus gebührender Entfernung. Mhm. Kriegst du es hin? Frag jetzt noch, meinst du, dass das geht oder so? Versuch du. Das ist jetzt ein Insider. Das klatscht gleich, aber kein Beifall hier. Klatscht gleich, mein Freund. Meinst du wirklich? So, Schnauze. Meinst du, dass das geht? Soll, was soll man nicht sagen? So, und weil wir echt nicht viel haben, wir haben wirklich nicht viel. Wir machen das heute mal kurz. Vielleicht du mich genervt hast, von wegen Wetter. Das sagt immer von wegen Wetter. Du hast verkackt, hast du. Wetter jetzt alleine machen. Ja, fliegst raus jetzt aus dem Wetter. Du bist mir viel zu teuer als Wetterforschung. Und da machst du so ein scheiß Wetter. Wir haben jetzt ausgesourced das Wetter und das kommt jetzt aus den USA. Bitteschön, lieber Marcel. Mach doch. Hallo Matze, hallo Lutze, schöne Grüße aus Ohio. Ihr wolltet ja einen kurzen Wetterbericht sehen, wie warm oder wie kalt es bei uns ist. Aktuell, ich blende mal oben so einen Screenshot ein, -2 Grad, es ist echt kalt. Wir haben den sogenannten Lake-Effekt, sprich es hat wieder mal ein bisschen geschneit. Aber vorgestern hatten wir 22 Grad, es ist Aprilwetter, es geht auf und ab, aber das kann ich ja zum Glück ändern. Ich würde sagen, ich gehe mal eben dahin, wo es ein bisschen wärmer ist. Bis gleich. Und zack, bin ich in Texas. Hier ist es deutlich wärmer, zwar auch ein bisschen windig hier auf dem Berg, aber dafür sind die Temperaturen hier echt besser auszuhalten als bei uns zu Hause in Ohio. Aktuell haben wir hier, ich meine, um die 25 Grad. Es ist angenehm und man sieht ja die Landschaft, kann man auch nicht meckern. Gucken wir doch mal auf einen anderen Ort. Bis gleich. Oder hier aus Roswell, New Mexico. Aktuell morgens gegen 7 Uhr. Die Sonne geht gerade auf. Wir haben es 10, 11 Grad. Es ist verdammt kalt in der Wüste nachts. Aber die Temperaturen sollen heute Gott sei Dank wieder hochgehen auf 31 Grad. Dann lässt sich's ein bisschen aushalten. In diesem Sinne, das war ein kleiner Wetterbericht, wie gewünscht von euch aus den USA. Und damit gebe ich wieder zurück ins Sendestudio nach Bockheide. Jo, Wetter aus den USA. Matze, wird es nur wärmer oder nicht? Ja, es wird wärmer, aber nicht, weil Matze das so will, sondern weil ich das so will. Aber wird nur 14 bis 15 Grad nächstes Wochenende, aber immerhin besser als jetzt 6 Grad oder so. Mach doch deinen Scheiß alleine. Gut, Matze, wir sind fertig. Ja, natürlich wird es wärmer die Woche und es gibt auch ein bisschen mehr Sonnenschein. Die Wolken sind weg, der Regen ist raus. Das heißt, irgendwann wieder Garten wässern und aufpassen natürlich auch beim Feuer machen. Die Waldbrandgefahr ist bei uns nach wie vor, denn bei mehr Sonnenschein natürlich akut. Und viel mehr weiß ich dazu gar nicht jetzt. Marcel, du hast es besser gemacht. Mit Bildern aus der Umgebung. Direkt für uns rumgereist, wa? Mhm. Das heißt, vielen Dank. Hingefahren ist überall, ja? Schöne Grüße in die USA. Wenn du mir mal mehr zahlen würdest, dann würde ich auch überall hinfahren. Das wird mir doch. Du hast doch schon Dienstwagen gekriegt jetzt. Wo denn? Na, ist doch unterwegs. Ich kann mal meinen Bus abzahlen. Gut. Okay, das war's, wa? Wie gesagt, ich muss mich noch vorbereiten. Ich muss noch lernen heute. Ich muss noch eine Prüfung machen. Deinem Alter? Ja, das ist halt leider so. Ah! Online-Prüfung muss man vorstellen, ja. Online-Prüfung. Mit vollster Überwachung. Und da fliegst du mit der Drohne direkt die Straße entlang hier demnächst. Die Drohne? Was für eine Drohne? Kommst du denn auf eine Drohne? Warte. Ich muss eine Prüfung machen, Mann. Ach so. Das hat nicht mit einer Drohne zu tun. Ich werde hier Kamera überwacht mit dem Handy. Autoprüfung, dass du wieder fahren darfst. MPU heißt das, ne? Das macht man nicht online. Da musst du hin. Die musst du hauchen, immer anhauchen. Kennst du, ne? Kennst dich aus. Na, ich nicht. Gut. Tschüss. Wie immer vor der Kamera. Matze. Und Lutz. Ich und er. Ich, er. Nee, ich, er. Du. Der. Schluss.